Ja, liege unten, speichere ich ab. Wenn ich es nicht bereue. Es nicht vorher getan zu haben. Okay. Das ist die Krypta. Hier waren wir schon mal in unserem Traum. Ich hoffe, ich kann ja jetzt einfach den Kopf abschlagen. Aber so direkt so. Tempel, I saw in my dream. Das ist derselbe Tempel, den ich in meinem Traum gesehen habe. Ja, ist es. Aber hier komme ich nicht. Kann ich nichts machen. Der Hebel ist auch nicht mehr da. Hier kann ich auch nichts machen. Das ist die Tür. So, kann ich sie jetzt einfach verbrennen, bitte? Hexen verbrennt man doch, ja, natürlich. Aber er verbrennt sie ja nicht, irgendwie. Da bist du ja. Ich glaube, ich habe das letzte Artefakt gefunden. Ich muss einen Weg finden, diesen Körper zu verbrennen. Irgendwo muss eine Fackel sein. Alle Artefakte wurden gefunden. Ja klar, sie ist das letzte Artefakt, natürlich. Finde eine hölzerne Fackel. Ich habe eine gesehen. Vor der Tür. Vor der Tür habe ich eine gesehen. Ich habe es gesehen. Ich schwöre. Hier. Finally, a torch. Endlich eine Fackel. Ich muss sie verbrennen. I gotta light it up. Ja. Ich komme jetzt! Fackel dich ab! Ich hab ne hölzerne Fackel! Hier ist überall Feuer! Du verarscht mich jetzt! Oh, sag mir jetzt nicht, ich muss in den... Echt jetzt? Ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Was? Kiste auf dem Sarg? Links, was? Was? Der sagt mir, ich soll eine hölzerne Fackel finden. Die habe ich ja gefunden. Auf dem Sarg drin, links was. Hey, ich verstehe es nicht. Hilfe! Brauch Hilfe! Ich habe ja die Fackel jetzt. Hier sind ist ja nicht so, dass hier nicht überall Kerzen sind. Die mit Feuer zündeln. Nein. Der werte Herr möchte jetzt wahrscheinlich, dass ich mit dieser blöden Fackel zum Kamin gehe. Vielen Dank, Lieke. Dankeschön. Ah, oh, das nervt mich so, dass ich da... Ja,
Jetzt muss ich wirklich, jetzt ernsthaft, die Fackel anzünden am Kamin. Und hier sind überall Kerzen. Ich habe nur einen Talisman. Ich hatte viel mehr Talismane. Ich hatte 9 Talismane. Wo sind die hin? Wo sind meine ganzen Talismane hin? Oh! Jetzt echt? Meine ganzen Talismane sind weg. Hallo? Natürlich geht das nicht. Das verarscht mich jetzt. Das rollt mich. Aber so richtig. Oh Gott. Finde hier gar nicht mehr raus. Ich komme doch mit den ein Talisman niemals weit. Jetzt echt? Ich kann die an einmal benutzen, wenn die Eule kommt, und dann war's das. Jetzt wirklich? Hör damit auf! Lass mich hier rein! Oh Mann, wir sind so dran, ey. Wenn ich hier nichts mehr, kein Talisman mehr finde, sind wir echt richtig dran wahrscheinlich. Oh. Oh, wie unfair ist denn das? Dann klauen sie dir die ganzen Talismane. Nachdem du sie so sorgfältig gesucht hast. Jetzt ehrlich? Und die Eule macht überall die Tür zu. Damit ich diese blöde Fackel nicht anzünden kann. Lauf hoch. Meinst du? Das aber wieso oben liege?
Wo bin ich denn hingelaufen? Ich Horst. Oh! Hä? Verstehe irgendwie nicht. Da ging's doch gar nicht weiter. Na, ich probiere jetzt noch die. Die aus, denke ich mal. Jetzt bin ich ja wieder hier vorne. Naja, gut, dann gehe ich hoch. Ist egal. Kann mir dann immer noch gucken. Lauf hoch, da gibt es ein Lagerfeuer. Ein Feuer hinten. Die Tür steckt fest. Komme ich gar nicht durch. Aber das kann sein, weil die Villa nicht freigeschaltet ist. Was genauso blöd ist. Die hatte ich alle schon mal freigeschaltet hier, die Türen. Ah, okay. Soweit habe ich gar nicht mehr gedacht. Rieke. Links. Rechts. Geradeaus. Ja, das ist schon. Ist schon richtig. Aber das war, glaube ich, nicht oben, Lieke. Das war unten. Oder? War das... Doch, du hast recht, der war oben. Aber... Ist genauso zu... Komme ich da gar nicht mehr lang. Ich kann hier durchquatschen. Oh mein Gott, das ist der Weg, den du vorhin laufen musstest. Oh nein. Oh Gott. So, wir müssen runter. Nein! Oh nein, ich muss den ganzen Weg rum. Nein, nein, nein. Wir sind so tot, wenn die Olle kommt. Was soll ich denn da machen, ey? Das ist völlig sinnlos.
Mit einem einzigen Talisman können wir das knicken. Da kommt sie schon. Ach du heilige Maria. Muss die versuchen abzulenken, irgendwie wegzukriegen, ansonsten. Ich würde ja auch gerne speichern, aber. Bin ja noch verkehrt gelaufen, ich bin da in Horst. Ach, Mist, Mann. Ich komme hier nie wieder raus. Nein, du Kuh. Hau ab! Oh. Ich hab gedrückt! Ja, ich komme ja nicht mal zum Speicherpunkt. Ich komme nicht mal zum Speicherpunkt, leider. Das ist ja richtig gut. War ich jetzt schon in der Krypta drin? Ja. Ja. Wow. Nee, gut. Leute, wir machen das so. Dann machen wir morgen weiter. Wahrscheinlich geht es nicht mehr lange. Das ist ja nur noch die Olle verbrennen, aber... höchstwahrscheinlich muss ich... Talismane suchen. Wir wurden ja alle Talismane weggenommen. Und das schon übel. Ich habe einen einzigen. Damit kommen wir nicht weit. Die ist, glaube ich, nachdem du die weggejagt hast mit dem Talisman, ist die nach 2 Minuten spätestens, glaube ich, wieder da. Wie soll das gehen? Nee, es ist ja 1:45 auch schon. Wir müssen ja auch noch schlafen. Müssen wir morgen. Wir müssen es uns morgen dann nochmal angucken. Aber das ist übel. Wir haben einen einzigen Talisman, damit können wir wirklich nicht viel anfangen. Die jagt uns doch bis hier runter. Weil dann auch noch Türen zu sind und sonst irgendwas. Oh Gott. Das wird lustig. Das wird lustig. Na gut. Erstmal vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Wart bis zum Schluss dabei, ihr Arm. Ja. Wir haben einiges geschafft. Wir haben richtig, richtig viel geschafft in dieser Folge. Ging ja auch eine ganze Weile. Aber ich bin ja jetzt inzwischen auch durch. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft schön. Träumt was Schönes. Und ja. Ich denke mal, morgen mache ich den hoffentlich letzten Stream von The Dark Occult. Mal gucken. Wahrscheinlich ja, also es wird ja nicht mehr lange gehen, denke ich. Wenn wir die alte verbrannt haben, ist es ja vorbei, das Spiel, oder? Ich kann es mir doch vorstellen. Ja, ansonsten eine gute Nacht euch. Macht's gut. Und ganz, ganz lieben Dank an alle, dass ihr dabei wart. Und für euren Support. Dankeschön. Tschüssi. Gute Nacht, gute Nacht. Tschüss.